Stell dir vor, du hast Urlaub. Du verweilst in der wunderschönen Grafschaft Cornwall im Südwesten Englands, wo Palmen die Wege pflastern und die Gärten zieren. Und plötzlich das. Du verspürst den unwiderruflichen Drang zu kniffeln. Und da sind sie, die zwei Probleme. Erstens, du hast keinen Kniffelblock. Zweitens, du hast noch nicht einmal einen Würfel. Okay, das mit dem Kniffelblock ließe sich notfalls mit einem Kugelschreiber und einem leeren Blatt Papier kompensieren. Wobei, dank anwesendem Laptop ist sowas ratzfatz in Excel geschrieben. Somit erlischt auch die sonst nervige Rechnerei beim Kniffeln. Aber die Würfel. 250 Kilometer habe ich immer von Cornwall zurückgelegt und schließlich in Plymouth, was schon zum Devon gehört, fündig zu werden. Der Urlaub war gerettet. Gleiches wird mir nicht mehr passieren. Denn jetzt habe ich auch das Würfelproblem in Excel gelöst. Und deshalb gibt es jetzt auch dieses kurze Video quasi als Anleitung für mein Reisekniffel in Excel. So sieht es aus. Bocatos Reisekniffel in Excel. Links haben wir den Kniffelblock, in der Mitte die Tabelle und auf der rechten Seite den Würfelbereich. Hier oben im Würfelbereich können wir wählen zwischen Neu und Würfel. Zugegeben, das ist ein bisschen frickelig. Wir wählen jetzt mal Würfeln, um dann mal richtig zu starten. Alea jacta est. Die Würfel sind gefallen, wie der Römer sagt. Damit die Würfel tatsächlich fallen, müssen wir einmal die Taste F9 drücken. Nun müssen wir uns entscheiden, welche Würfel wir liegen lassen. Wir entscheiden uns jetzt für den Würfel 1, 2 und 3, um vielleicht eine kleine oder sogar große Straße zu bekommen. Nachdem wir nun Return gedrückt haben und F9 für das nochmalige Würfeln, erhalten wir nun unten die Zahlen, die wir festgehalten haben, und oben bekommen wir den neuen Wurf. Da es mit der Straße nichts zu werden scheint, löschen wir die anderen Würfel und halten nur noch die Zweien. Ob dies nun die richtige Entscheidung war, ist fraglich. Wohl eher nicht. Wir tragen jetzt bei Spieler 1 4 Punkte auf die 2 ein. Die Addition der Punkte in der Summe ist noch nicht gewährleistet, weil noch nicht wieder die Taste F9 gedrückt wurde. Bevor nun der nächste Spieler würfeln kann und die Addition erfolgt in der Summe, werden zunächst einmal die Auswahlfelder markiert und entfernt. Mit Betätigen der Taste F9 erfolgt nun der erste Wurf des zweiten Spielers. Alles weitere wiederholt sich quasi, somit ist eigentlich schon das Würfeln im Zusammenhang mit dem Eintragen erklärt. Anzumerken bleibt noch, dass wenn man hier oben links die Namen einträgt, diese in der Tabelle übernommen werden. Wie man letztendlich die Punkte der Spieler in die Tabelle einträgt, das bedarf, denke ich, keiner Erklärung.